Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt ungewöhnliche Krankheiten. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, die eine ungewöhnliche, unbekannte Krankheit hatten, sie vielleicht haben. Oder auch mit Leuten sprechen, deren Freund oder Ehepartner, Partner eine solche Krankheit hat oder hatte. Also, wenn ihr mich anrufen wollt, die übliche Telefonnummer 0800 5678 111 oder ihr könnt auch faxen unter 0800 5678 110. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Bianca und die ist 37 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Hallo Bianca. Du hast eine ungewöhnliche Krankheit? Ja, und zwar eine Schlafapnoe. Eine Schlafapnoe? Apnoe. Apnoe. Apnoe, ja, die... Was ist das genau? Aussetzen, also Atemaussetzer haben im Schlaf. Mhm. Beschreib das mal ein bisschen genauer. Boah, ja, das ist eben im Unterbewusstsein, also man selbst merkt es nicht. Mhm. Außer ja, über Tag, dass man weiterhin müde ist oder Kopfschmerzen hat, vielleicht über Tag dann auch einschläft. Und sonst selbst merkt man das nicht, dass man über Nacht einfach eben nicht atmet, nicht weiter atmet. Was genau passiert da in der Nacht? Ja, also auf jeden Fall Schnarchen. Ja, und dann hört man einfach auf, weiter zu atmen. Keine Ahnung, warum. Wie viele Sekunden hört man auf zu atmen? Also ich habe, das Beste war bei mir 1,5 Minuten. 1,5 Minuten? Ja. Wie ist das festgestellt worden? Puh, wie ist das festgestellt? Eben halt durch diese Tagesmüdigkeit. Also ich bin um 11 aufgestanden und warum eigentlich schon wieder müde? Nein. Ich meine, wie ist das festgestellt worden, dass du 1,5 Minuten nicht geatmet hast? Das ist, tja, die haben so Geräte, da wird man eben angestöpselt, verkabelt. Ach so. Und dadurch... ja, im Schlaflabor. Und ja, jetzt hat der Lungenarzt das festgestellt und dann eben weiterhin im Schlaflabor. Also du warst schon im Schlaflabor? Ja. Und hast vermutlich dann auch so Langzeitgeräte um dich oder an dir gehabt, die dich nachts dann auch beobachten? Richtig. Wie oft kommt das im Laufe einer Nachtschlafphase vor, dass du Atemunterbrechungen hast? Oh, wie oft kann ich jetzt nicht sagen, aber von zwischen 100 und 500 Mal ist so glaube ich möglich. So oft? Ja. Ich meine, dann ist es natürlich auch völlig nachvollziehbar, dass du am nächsten Tag als andere, als erfrischt bist. Ja. Sondern müde, niedergeschlagen, abgeschlagen wahrscheinlich dich fühlst und müde einfach. Ja, total. Mhm. Ja, man kann so am Leben gar nicht mehr teilnehmen. Eigentlich wäre man in der Mitte vom Leben eigentlich. Ja. Du bist 37 Jahre alt. Wie lange hast du das schon? Seit 4,5 Jahren werde ich jetzt schon eigentlich mit diesem Therapiegerät behandelt. Und tja, eine Besserung hat sich zu Anfang eingestellt, aber... jetzt so die letzten 2 Jahre. Was heißt genau mit diesem Therapiegerät? Was ist das für ein Gerät, was du da hast? Ja, da wird mit Unterdruck, ja 7 Bar, kriegt man so eine Maske auf, über Nase. Mhm. Und das... Und du schläfst die ganze Nacht mit dieser Maske? Ja, sollte man zumindest. Ja. Tust du aber nicht immer? Ja, man schläft auch schon mal so ein, aber eigentlich 90% oder würde ich schon sagen. Also ist selten, also man merkt schon über Tag, also das... macht sich unheimlich bemerkbar, wenn man die Maske nicht benutzt hat. Ja. Erklär mal die Maske. Wie funktioniert das? Kann ich das so verstehen, dass in dem Moment, wo das Gerät merkt, wenn du nicht atmest und du quasi künstlich beatmet wirst, oder wie? Nee, also man kriegt permanent Druckluft, dann wird gepustet, also das die ganze Zeit Luft ein und dann, damit die Zunge nicht nach hinten fällt oder damit man eben halt weiteratmet, nicht aufhört, durch diesen Unterdruck atmet man dann eigentlich weiter, sofern sie nicht verrutscht oder sonst was. Ja, also das ist permanent in Aktion, tritt nicht erst in Aktion, wenn der Atemstillstand eintritt. Nein. Ja. Ich weiß nicht, ob es solche Geräte auch schon gibt, also soweit. Mhm. Das bedeutet, du hast eine Maske auf, wie du gerade beschrieben hast, und wahrscheinlich neben dem Bett irgendeine Apparatur stehen. Ja. Ne? Ist denn diese Apparatur nicht laut und macht dir nicht Geräusche? Nee, das Gott sei Dank nicht. Also da sind die schon sehr weit. Die ersten müssten wohl sehr laut gewesen sein, aber dieses ist wirklich sehr leise. Also stört den Partner eigentlich, so wie er es sagt, nicht. Das heißt, du bist in einer Partnerschaft, hast einen Mann oder einen Freund? Freund, ja. Ja. Wie geht der mit dieser Erkrankung um? Wie geht er damit um? Er akzeptiert das. Also er hat noch nie drüber gespottet oder sonst was. Was man von anderen schon, wie ist es mit dem Sex und wenn du die Maske auf hast und ich meine, man kann sowas
abmachen und ja. Ich sag mal, das wäre nicht das Problem, aber unansehnlich ist es schon. Aber er hat sich noch nie negativ dazu geäußert. Ja, also. Was ist unansehnlich? In dem Moment, wo die Maske runternimmst, ist es dann ja auch wieder gut. Ne? Es ist ja auch nur diese Apparatur dann, die du auf dem Gesicht hast. Ja. Hast du nicht, ich meine, gut, wenn dir das Gerät, wenn das eingeschaltet ist, dann nicht, aber so früher vielleicht auch Angst gehabt, eine Panik, dass du stirbst, dass du erstickst in der Nacht? Nein. Hätte ich, wenn ich so eine Krankheit hätte, hätte ich immer die Angst, irgendwann atmest du überhaupt nicht mehr und bist einfach tot. Ja, das merkt man ja dann nichts mehr von. Also, weiß ich nicht, nee, Angst nicht. Mhm. Aber wobei, wenn die Lebensqualität so weitergeht, nee, also da mache ich mir auch nicht mehr viel vor. Also, weil so ist es schon so mit auf dem Tiefpunkt. Also, da gibt es schon eher Probleme aufgrund dessen, weil man nicht mehr so kann und die Ursache auch nicht feststellen können. Warum? Weil die Werte, die Messungen sind in Ordnung und man kann nicht feststellen, warum ich weiterhin, ja. Ich bin auch berufsunfähig, also ich bin ja mehr oder weniger auf Drängen selbst. Ich hab Bus gefahren und wollte es nicht mehr, weil ich eben weiterhin noch diese Tagesmüdigkeit hatte und auf meinen eigenen Drängen hin habe ich dann halt diesen Busschein abgegeben. Ja, und bis jetzt den ganzen Tag zu Hause? Ja. Machst nichts? Ja, so ist es nicht möglich. Ich konnte mich auch gar nicht konzentrieren oder sonst was. Also ich fühle mich wie eine 80-Jährige. Also ich höre schon, dass trotz dieses Gerätes und trotz der Maske es gravierend dir nicht besser geht. Nee, absolut nicht. Also, aber wie seltsam eigentlich, wenn diese Maske, dieses Gerät eigentlich doch bedingt, dass man immer atmet, müsste es dir doch eigentlich besser gehen. Müsste. War zu Anfang erst dann, ja, natürlich besser gegen ganz zu Anfang, aber diese Besserung, wie sie hätte sein müssen, ja, jetzt schieben sie es von einem auf den anderen. Es gibt 300 verschiedene Möglichkeiten von Schlafkrankheiten. Ach so, kann natürlich jetzt überlegen. Ne? Weißt du was über die Ursache dieser Erkrankung? Nein. Und du weißt auch nicht, warum die nur gerade vor 4,5 Jahren, wie du sagst, ausgebrochen ist? Ja, ich denke, dass sie schon länger, also irgendwo schleichend, denn in meiner damaligen Partnerschaft, der hat mir auch mal hinterher gesagt, also dass ich schon mal nachts so weggeblieben bin, natürlich mit Schnarchen und dadurch ist denen das dann auch aufgefallen. Ne? Ach so, genau. Die Frage ist ja auch, wie fällt sowas auf? Man selbst merkt es ja gar nicht. Nee, absolut nicht. Abgesehen davon, dass man sich immer wie gerädert fühlt, wenn man morgens aufwacht. Also du bist aufmerksam gemacht worden darauf von anderen, von den Menschen, die mit dir in einem Raum geschlafen haben. Ja. Die haben das gehört und haben das mitbekommen. Ja, und dann eben, dass man halt weggeblieben ist und dann über eine Zeit lang, dass man nicht mehr weitergeatmet hat und die mich vielleicht angeschubst haben. Und du wachst aber nie in der Nacht auf und bemerkst irgendetwas Seltsames, dass du nach Luft schnappst oder so. Das geht alles an deinem Bewusstsein vorbei. Ja. Man weiß die Ursache nicht. Nein. Man weiß nicht, was diese Krankheit ausgelöst hat. Nein. Kann man denn in irgendeiner Weise, abgesehen von diesem Gerät, therapeutisch damit umgehen? Gibt es Medizin? Gibt es irgendwelche chirurgischen Möglichkeiten? Ich weiß es nicht. Ich frage einfach mal, was kann man machen? Chirurgisch, ja. Puh. Oder Medizin? Nimmst du was ein? Hat man dir schon was verabreicht? Absolut nicht, nee. Nee, eigentlich nicht. Also diese Maske ist schon halt und dadurch sollte es eigentlich auch besser sein. Nur es dürfte eigentlich nicht so sein und deshalb wird man auch oft als Simulant oder sonst was abgestempelt. Es sind neurologisch, ja, ein paar Untersuchungen gemacht worden, aber dann ist nichts festgestellt worden. Natürlich, die haben mir dann Tabletten in die Hand gedrückt, Psychopharmaka. Die habe ich aber, da habe ich mich strikt geweigert, also die eigentlich zu nehmen, weil... Ja. Ohne Ursache, ohne irgendwas festzustellen, wie irgendwelche Tabletten, naja, vielleicht wird's hast, nicht. Und hast du denn das Gefühl, dass du in wirklich guten Händen bist, dass die Leute, die dich behandeln, die dich jetzt behandeln, das sind also wirklich Fachleute in Sachen Schlafkrankheiten, Schlafstörungen sind? Also vom Internist, der Internist selbst, also dem habe ich viel zu verdanken. Den habe ich mein Leben überhaupt, weil ich jetzt hier noch sitze, eigentlich schon zu verdanken. Also der geht da schon relativ gut um und glaubt es mir auch. Nur er ist auch mit dem Latein am Ende, weil er nicht weiß, wohin. Der Lungenarzt, zwiegespalten. Mhm. Also der hat schon gesagt, weitermachen und weiterfahren und in den Pausen halt mit Gerät schlafen, was absolut nicht möglich ist. Und ja. So. Also da fühle ich mich schon manchmal, ja, jetzt sehr gut zu tun. Und also eher ist die Situation unbefriedigend. Ja. Irgendwie schon, ne? Ja. Weil du nicht weiterkommst. Richtig. Ich würde gerne an dieser Stelle vielleicht auch so den Zuschauern und Zuhörern sagen, das könnte heute öfters passieren. Wer von euch vielleicht eine Idee, eine fundierte Idee oder einen Tipp an meine Anrufer hat, so jetzt auch an Bianca,
vielleicht in Sachen Schlafforschung irgendwie eine Kapazität kennt, wo man sich hinwenden kann, faxt uns das doch ganz einfach oder schreibt es uns. Und wir reichen es dann an die Anrufer weiter. Vielleicht erfahrt ihr und so auch Bianca dann vielleicht irgendeine Neuigkeit, die du auch noch nicht so weißt. Das wäre super. Könnte sein, ne? Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass das, wenn auch dein Partner da sehr gut mit umgeht, dass das aber schon auch eine Belastung für die Partnerschaft ist. Ja, aufgrund dessen, weil ich nicht mithalten kann. Ich kann im Alltag nicht mithalten. Mhm. Also letzte Woche war noch, dass wir weg wollten und ich einfach nicht in der Lage bin, ja, zu gehen. Frag mich nicht, warum. Mhm. Ich kann einfach nicht in diesem Augenblick, oder wenn ich einkaufen gehe, also am liebsten mit einer Tüte über dem Kopf, dass mich ja keiner anspricht, weil ich überhaupt nicht in der Lage bin. Ich kann mich nicht konzentrieren auf diese Gespräche und alles. Mhm. Also man läuft nur noch wie dull durch die Gegend, wie angeduselt. Ich glaube, das kann jeder von uns verstehen. Ich glaube, das kann jeder von uns verstehen, der schon mal eine Weile schlecht geschlafen hat oder unter großem Schlafmangel leidet, dass man dann wirklich nervös ist, dass man vielleicht auch menschenscheu wird, dass man ängstlich wird und so weiter, so wie du es gerade beschrieben hast. Mhm. Also Bianca, ich mache dir auch dieses Angebot, wenn irgendein schlauer Tipp von unseren Zuschauern kommt, reichen wir das sehr, sehr gerne an dich weiter. Das ist super. Ja. Wäre schön, wenn sich vielleicht doch irgendwas etwas ergeben könnte noch. Ja, zumal viele, also hauptsächlich Männer leiden darunter und ja, ich sag mal ab 40 irgendwo aufwärts, so Frauen in meinem Alter, ich war jetzt schon öfter da in Hagen auch gewesen und also die sind auch meist älter, also so Jüngere, das wäre schön, damit auch Kontakt zu bekommen. Ah ja, und ah ja. Gibt es da keine Selbsthilfegruppen? Gibt es, aber da sitzen auch, ich sag mal ab 60 und dann. Du löst hier mit jüngeren Leuten. Jetzt sagst du nochmal den Namen der Krankheit. Schlafapnoe. Mhm. Ich danke dir, dass du angerufen hast und hoffe sehr, dass wir dir vielleicht irgendwie ein bisschen weiterhelfen können und wünsche dir von Herzen alles Gute, Bianca. Danke, Jürgen. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Ich sage euch die Faxnummer, falls ihr uns faxen wollt, nämlich 0800 5678 110 und wenn ihr schreiben wollt, dann schreibt bitte an den WDR 1 Live Domian, Postfach 50600 Köln. WDR 1 Live Domian, Postfach 50600 Köln. Weiter geht es mit Elke und Elke ist 49 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Hallo Elke. Du hast auch eine Krankheit. Ja. Eine ungewöhnliche Krankheit. Ja, eine sehr ungewöhnliche Krankheit. Erzähl mal. Und zwar das schimpft sich Moja-Moja-Syndrom. Moja-Moja? Ja. Mhm. Es befällt normalerweise kleine Kinder im asiatischen Raum. Aber mittlerweile haben wir rausgekriegt, dass es auch mehrere Fälle auch schon in Deutschland gibt. Klingt auch so asiatisch, Moja Moja. Ja, heißt sowas wie Wolke oder Staubwolke. Ja. Was genau ist es? Was verbirgt sich dahinter? Und zwar wuchern da sämtliche große Hirngefäße zu. Ist nicht wie bei sklerotischen Ablagerungen, also Kalkablagerungen, sondern die wuchern richtig zu. Was bedeutet das? Was hat das für eine Folge? Und hinter den Wucherungen strudelt das Blut und da bilden sich Blutgerinnsel, also Thrombosen. Im Gehirn? Und diese Tromben wandern dann und setzen sich im Gehirn fest und setzen dann natürlich einige Areale tot, sagen wir mal. Ich würde jetzt als Laie daraus kombinieren, was du mir gerade gesagt hast, dass du hochgradig schlaganfallgefährdet bist. Genau, krieg auch laufend Schlaganfälle. Bitte? Krieg auch mehrere Schlaganfälle, hab schon drei gehabt. Du hast schon drei gehabt? Ja. Hm. Zuerst wusste ja keiner, was mit anzufangen. Ich hatte mit 31 den ersten Schlaganfall. Da hat man gesagt, ja, ist Stress und was nicht alles. Mhm. Die Ärzte finden ja da die unmöglichsten Begründungen. Ja, ja. Na, 99 hatte ich dann den zweiten Schlaganfall. Trotzdem ich Antikoagulantien bekomme, also blutverdünnende Mittel. Mhm. Ich mag schon, du bist schon sehr fit in den ganzen Begriffen auch. Ja, wenn man als Forschungsobjekt dann zur Verfügung ja, ja, stellt. Ja, ja, dann kriegt man das alles mit. Genau. So, dann kam der zweite Schlaganfall. Trotz der blutverdünnenden Mittel. Genau. Und da wurde man ein bisschen skeptisch vielleicht. Nö, die Ärzte nicht. Immer. Ach so. Mhm. Ich habe mich locker gelassen. Habe mich dann an die Charité in Berlin verweisen lassen. Mhm. Und dort im Virchow-Klinikum, das ist ja Campus, ja. Gibt es ein Forscherteam, gab es zu dem Zeitpunkt ein Forscherteam, die diese Sachen untersucht haben. Ah ja, da also habe ich mehr oder weniger Glück gehabt, dass die Professoren und Doktoren mich da unter ihre Fittiche genommen haben. Da hast du Glück gehabt, dass du da gerade zur Elite kamst, derjenigen, die sich damit beschäftigen. Ja. Wenn du in irgendeinem normalen Krankenhaus gewesen wärst, dann
hättest du wahrscheinlich gar keine Chance gehabt, dieses diagnostiziert zu bekommen. Nee, war ja auch nicht so. War ja in verschiedenen Kliniken und die haben ja nichts gefunden. Sind die ja dann, sie wussten ja nicht, wo es herkommt. Wie lange hat das denn auch gedauert, bis die dann in Berlin dieses Professorenteam herausbekommen haben, dass es dieses Moja-Moja-Syndrom ist? Das ging relativ schnell. Das ging schnell. 8 oder 9 Wochen. Mhm. Und dann haben die das rausgehabt. So, jetzt haben die etwas rausgekriegt, was sehr ungewöhnlich ist für unsere Breiten, wie du sagst, oder auch für erwachsene Leute. Ja. Wie viele Leute gibt es denn davon beispielsweise in Deutschland, die das haben, weißt du das? Ach, das sind ganz wenig, vielleicht 100 oder so. Und aber im Hauptfeld immer Kinder. Ja. Und die sterben dann auch meist gleich dran, weil die Organe dann ja nicht versorgt werden können, die können sich nicht weiterentwickeln und so weiter und so fort. Ist das ein genetischer Defekt? Ist das genetisch bedingt? Das weiß keiner. Man steht in Zusammenarbeit mit Japan, weiß ich, mit der Universität dort und auch mit Amerika. Die haben auch einen regen Austausch. Mhm. Die wissen nicht, woher das kommt. Und es ist nicht therapierbar. Ja, das heißt, es kann sein eigentlich, dass du diese Krankheit vielleicht schon seit Kindesbeinen in dir trägst, sie aber nicht zum Ausbruch gekommen ist, Gott sei Dank, früher. Ja. Kann sein. Ja, und wie gesagt, ich hatte im November jetzt wieder einen Schlaganfall, bin hin zum Krankenhaus Friedrichshain hier in Berlin. Mhm. Und da haben sie mich wieder nach Hause geschickt, weil sie sagten, ich habe nichts. Obwohl ich meinen Körper nicht unter Kontrolle hatte, der konnte den nicht kontrollieren, bin immer weggeklappt. Aber warum gehst du dann ins in ein normales Krankenhaus und nicht gleich zu diesen Kapazitäten? Ja, das ist ein Problem unseres Gesundheitswesens. Ach. Wenn man einen Krankenwagen ruft, dann fahren die einfach was in der nächsten Nähe ist. Mhm. Drei Schlaganfälle steckt man ja auch nicht so weg. Welche Folgeschäden hast du von diesen Schlaganfällen davontragen müssen? Na, beim ersten Schlaganfall war ich linksseitig total gelähmt, hatte Sprachstörungen massive. Mhm. Das durch viel Training konnte ich das wieder ausgleichen, viel Übung. Da übernehmen andere Hirnzellen. Das Gehirn ist ja nur zu einem Drittel höchstens ausgelastet. Ja. Normalfall. Ja. Und die übrig gebliebenen Zellen, die müssen dann sozusagen aktiviert werden. Mhm. Und die haben das dann auch, wie gesagt, ist eine wahnsinnige Anstrengung, ein wahnsinniges Training gewesen, wieder fast vollständig reaktiviert. Der zweite Schlaganfall, der hatte dann wieder Sensibilisierungsstörung, nennt man das. Wie war das denn? Hast du die Lähmung auch wieder rückgängig machen können durch Training? Zum größten Teil. Ah ja. Es ist natürlich, wie gesagt, Gefühlsstörungen sind geblieben. Die linke Seite ist jetzt auch noch nicht wieder voll intakt. Ja. Man hat eben keine Kraft, die Kraft ist gemindert. Ja. Die Denkleistung lässt auch nach, die kann man nicht so schnell wieder reaktivieren. Ja. Was ist denn jetzt, wenn wir das zusammenfassen von den drei Schlaganfällen, das Schlimmste, was jetzt übrig geblieben ist an Nachfolgebelastungen für dich? Na, dass man eben nicht am täglichen Leben teilhaben kann. Aber kannst du gehen oder sitzt du im Rollstuhl? Teilweise habe ich im Rollstuhl gesessen, jetzt zurzeit versuche ich wieder, dass ich in der Wohnung wenigstens mich so fortbewegen kann. Es bringt natürlich auch viele private Probleme mit. Mein Mann hat mich dann verlassen im Jahre 2000, weil er es angeblich nicht mehr mit ansehen konnte. Mhm. Das heißt, du lebst alleine? Nee, ich habe im Jahre 2000 über eine Zeitungsanzeige einen ganz netten jungen Mann kennengelernt. Hey. Und wir haben vorher geheiratet. Ach. Also ich plane, obwohl ich auf Deutsch gesagt, das hört sich jetzt krass an, ich sitze zu Hause und warte, dass der nächste Schlaganfall kommt und es zu Ende geht. Und also, trotzdem bin ich aber so ein Mensch, der nicht aufgibt. Ich wollte gerade schon wieder sagen, wie toll. Du bist so schwer krank und hast dann so eine Vitalität, lässt dich auf eine neue Beziehung ein. Na klar. Gibst eine Anzeige auf und so weiter. Toll, toll, Elke, wirklich. Naja, man kann sich doch nicht hängen lassen. Nee, aber es sind Typfragen. Es gibt Menschen, die können das nicht so. Und du gehörst zu den Glücklichen, die diese Kraft auch haben, das machen zu können. Ja, na, die Kraft gibt mir, wie gesagt, jetzt mein neuer Mann. Mhm. Und eben meine kleine Tochter. Ich habe 3 Kinder, 2 Adoptierte. Mit denen habe ich allerdings ein bisschen Pech. Aber meine eigene Tochter, die ich noch bekommen habe, die macht mir sehr viel Freude. Leben die anderen Kinder auch mit in der Familie? Nein. Die sind auch schon erwachsen. Ach so. Jetzt hast du gerade gesagt, ich sitze da im Prinzip und warte auf meinen nächsten Schlaganfall. Ja. Heißt das, dass man trotz toller Professoren, die dich da umgeben, dass man eigentlich nichts therapeutisch und auch nichts prophylaktisches bei dir unternehmen kann? Nichts, gar nichts. Gar nichts? Nichts. Nimmst du auch gar keine Medikamente ein? Ich nehme so Herz-Kreislauf-Medikamente ein aufgrund des Blutdrucks und wie gesagt die blutverdünnenden Mittel. Ansonsten, man kann nichts machen, es ist nicht therapierbar. Also das, was dieses Moja-Moja-Syndrom, so wie du sagst, was du an dem du leidest, ausmacht, nämlich diese Verwucherungen in den Gehirnzellen, die kann man mit keinem Medikament unterbinden? Nichts,
kann man nicht stoppen, nichts, gar nichts. Wie gesagt, 99, als diese Krankheit bei mir festgestellt wurde, sagte der behandelnde Arzt auch noch, na, wir machen mal keine Panik, es kann ganz schnell aus sein, aber es muss ja nicht. Wir haben ja keine Erfahrungswerte, es kann noch Jahre gehen. Mhm. Und wie gesagt, jetzt im November, das letzte Ding war nun wieder so schlimm, mhm, und auch nachweislich so viele zusätzliche Areale im Gehirn jetzt betroffen, dass man es doch langsam mit der Angst zu tun kriegt. Ja, also quasi sitzt du auf einem Pulverfass, ja, das jede Sekunde hochgehen kann. Ja. Wie gesagt, wenn ich da nicht meine Hobbys hätte, Musik und Fußball, also dass die mich immer zum Fußball fahren, denn, wie gesagt, würde mir noch mehr fehlen und dann könnte ich mich irgendwo eingraben. Es gibt auch gar keine Prognosen wahrscheinlich, ne? Nicht, gar nichts. Wie gesagt, der nächste Schlaganfall kann aus sein. Mhm. Aber es kann aber auch sein, dass der nächste Schlaganfall erst in 10 Jahren kommt. Kann sein. Mhm. Kann aber auch in den nächsten 3 Minuten passieren. Also du hältst dagegen deine sehr optimistische Lebenseinstellung, deine Hobbys, Musik, Fußball, sagst du gerade, ja, die dich so seelisch stabilisieren in der ganzen Angelegenheit, ja, inklusive dein Kind und dein neuer Partner. Ja. Denkst du dennoch über den Tod nach, dass es schnell eben passieren kann? Zwangsläufig auch. Erstens bin ich Skorpion. Skorpion beschäftigt sich ja sowieso sehr viel mit dem Tod und dem Leben. Und dann, wie gesagt, in meiner Situation, da ist man dann oft am Verzweifeln. Wenn man merkt, oh Gott, jetzt sitzt dir wieder sauschlecht, sage ich jetzt mal, entschuldige den Ausdruck. Jo. Naja, das kann man aber nachvollziehen, dass man das auch so denkt. Und dann hat man natürlich eine Phase, wo man depressiv wird. Gebe ich zu. Aber da gehst du, aber dennoch wieder, denn aber Mensch, gehst du komm, lass dich nicht hängen, Mutter, das geht weiter. Ja. Und wie gesagt, mein Schatz ist ja auch für mich da, meine kleine Tochter. Und wie gesagt, man hat ja trotzdem Erfolgserlebnisse. Hast du Angst? Und die genießt man und da hält man sich auch dran fest. Ja. Hast du Angst vor dem Tod? Nö. Nee. Nee, überhaupt nicht. Wenn man sich wirklich realistisch damit auch beschäftigt, auseinandersetzt. Ich muss dazu sagen, ich bin nicht gläubig. Also ich glaube zwar an das Leben, an eine bestimmte Fügung vielleicht auch, aber ich glaube nicht an Gott. Ja, und auch an kein Leben nach dem Tod. Nee, auch nicht. Also für dich ist, wenn du die Augen zumachst, ist finito. Ist Schluss. Ja. Wie gesagt, manchmal magst du vielleicht makaber finden, wenn man so da über den Tod spricht, aber nein, das denken ja viele. Hilft vielleicht auch an der Lebenseinstellung. Das heißt, deine Lebenseinstellung ist, so viel leben und so gut leben wie irgend möglich, solange was du lebst. Was mir noch möglich ist. Was dir bleibt. Ja, du, wie gesagt, lesen war auch mein großes Hobby, das geht nur auch nicht mehr so doll. Bin fast blind, habe minus 23 Dioptrien beidseitig. Ja. Und kommt so einiges zu einem anderen und naja, man muss das Beste draus machen. Man darf sich eben nicht hängen lassen. Ich muss sagen, dass ich deine Einstellung super finde, Elke. Ich höre es mit hohem Respekt. Ach Mann. Doch, ich höre es wirklich mit hohem Respekt. Und ich, wenn mir Leute so etwas erzählen in der Sendung, denke ich immer auf mich bezogen, ob ich es könnte, ob ich mich nicht hängen lassen würde und verzweifeln würde. Ich weiß es nicht. Deswegen habe ich da so hohe Achtung vor, wenn Leute das schaffen, in einer so ernsten Situation, mit einer so harten Krankheit, so eine Lebenseinstellung zu haben. Alle Achtung, wirklich. Alle Achtung. Man muss das Beste draus machen. Ja. Wie gesagt, man muss auch sich Punkte im Leben suchen, die das Leben lebenswert machen, wo man dran festhalten kann. Ja, das ist, glaube ich, das Allerklügste, das so zu sehen. Ich wünsche dir, liebe Elke, alles, alles, alles Gute und dass du noch lange viel genießen kannst und schöne Sachen machen kannst. Dankeschön. Wäre wirklich schön, wenn es klappen würde. Ja, schöne Grüße nach Berlin. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Unser Thema heißt heute Nacht ungewöhnliche Krankheiten. Ich möchte gerne mit euch sprechen, die ihr eine ungewöhnliche, vielleicht gar nicht, auch gar nicht bekannte Krankheit habt. Vielleicht im Moment noch drunter leidet oder sie auch überwunden habt. Es kann ja sein, dass sie in der Vergangenheit euch sehr viel zu schaffen gemacht habt und durch vielleicht eine besondere Fügung oder durch einen tollen Arzt ihr sie auch losgeworden seid. Also wenn ihr mir davon erzählen wollt, ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111 und ich sage nochmal die Faxnummer auch für eventuelle Tipps für meine Interviewpartner 0800, die Faxnummer 0800 5678 110 und die Anschrift Westdeutscher Rundfunk WDR 1 Live Domian Postfach 50600 Köln. Begrüße jetzt ganz herzlich die Marion und Marion ist 48 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen Domian. Endlich kriege ich dich mal am Apparat. Ja. Und zwar, ich habe eine aufgeplatzte Bauchdecke. Und das jetzt seit einem guten Dreivierteljahr. Und die Ärzte wollen nicht drangehen, weil ich also mein Hauptproblem ist, ich habe ein Analkarzinom. Das ist
Das ist ein Krebs im Enddarm. Im Enddarm, ja. Ja, mhm. Ich hatte gedacht, das waren Hämorrhoiden und bin, was wohl jeder so macht, naja, gehst du mal in 4 Wochen hin und man verschiebt das ja immer. Geht mir ja auch nicht gerne hin zu einer solchen Untersuchung, ja. Und dann hatte ich aber solche Schmerzen bekommen und habe gedacht, naja, jetzt nimm dir mal ein Herz und geh zum Arzt. Und der hatte das dann eben halt im Krankenhaus, bin ich also zur Darmspiegelung da gewesen. Ja. Und die hatten dann auch erst gedacht, dass es eine Analthrombose war. Mhm. Und daraufhin haben sie ihm gesagt, nein, sie haben Darmkrebs. Da bin ich natürlich erstmal, da war ich fertig mit Gott und der Welt. Ist der Tumor außen gelegen im Analbereich, am Schließmuskel oder liegt der innen? Ja, ich hatte gedacht, das waren Hämorrhoiden, aber es war außen und innen. Die Tumorgröße war schon Tumorgröße 4 und das ist schon sehr viel für ein Analkarzinom. Wie groß ist das ungefähr? Ungefähr so 15 Zentimeter. 15 Zentimeter oder Millimeter? Zentimeter. 15 Zentimeter? Ja, und zwar ging der Tumor an der Scheidenwand hoch bis zur Blase. Ach. Und ich sage ja auch, dass, also ich habe gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt, weil ich kein Wasser mehr lassen konnte. Meine Blase war voll und da habe ich mir gedacht, das ist ja putzig. Naja, und daraufhin hatten sie mir gesagt, dass der Tumor schon die Blase auch wegdrückt. Bist du operiert worden? Nein. Nein. Sie haben jetzt Chemo und Bestrahlung gemacht und mir einen vorübergehenden künstlichen Ausgang gelegt. Wann ist das denn, damit ich das zeitlich mal einordne, wann ist das diagnostiziert worden? Im April. Im April letzten Jahres? Ja. Und man kann chirurgisch nichts machen? Doch, man hätte was machen können oder vielleicht müssen sie es auch noch machen. Ja. Bloß dann nehmen sie mir den Schließmuskel weg mit sämtlichen weiblichen Genitalien. Also nicht nur die Eierstöcke und Gebärmutter, sondern mir würden sie auch die ganze Scheide entfernen. Und das ist also auch halt mein Problem, was ich hauptsächlich habe. Jetzt habe ich also diesen künstlichen Ausgang bekommen durch eine Endoskopie. Und da wurde ein bisschen was verkehrt gemacht, was ich jetzt im Nachhinein weiß. Und zwar wurde mir der Dünndarm angekratzt. Ja. Daraufhin hatte ich 3 Tage später einen Darmverschluss. Daraufhin, nach 3 Tagen weiter, sagte mir der Oberarzt auf Station, nein, wir müssen Ihre Klammerung rausnehmen, wir müssen Sie nochmal neu vernähen, wir müssen Sie nochmal unter Narkose setzen. Habe ich auch geglaubt. Im Nachhinein hat sich aber herausgestellt, was mir auch die Schwester sagte, dass ich ungefähr 5 Liter Flüssigkeit im Bauchraum hatte. Daraufhin war ich 4 Wochen auf der Intensiv und dann hat eigentlich die eigentliche Therapie erst angefangen, die Chemo und die Bestrahlung, was ich also meinem ärgsten Feind nicht wünsche. Chemo ging, aber die Bestrahlung waren grausam. Was für Folgen? Das war das rohe, offene Fleisch, die Scheide, das war die Innenschenkel, die Pobacken, das war alles das rohe. Also es wurden genau die Stellen bestrahlt, die befallen sind. Genau. Und jetzt hast du gerade am Anfang gesagt, dass die Bauchdecke auch noch aufgeplatzt ist. Ja, und jetzt dadurch, dass wohl, sage ich mal, dass da unten alles versifft war im Bauchraum, ist mir jetzt meine ganze untere Bauchdecke aufgeplatzt und meine ganzen Gedärme, ich sehe aus wie im 9. Monat schwanger, kann nicht mehr essen und die Ärzte sagen immer, sie warten jetzt drauf, da muss wohl ein halbes oder dreiviertel Jahr vergehen. Auf den CT-Untersuchungen sieht es aus, als wenn auch Resttumor wäre. Aber bei den Biopsien, wenn sie mir Gewebeprobe entnehmen, ist es immer negativ. Sagen wir mal, ich kann es mir gar nicht recht vorstellen. Ist der Bauch ganz aufgeplatzt oder nur ein Teil? Die obere Bauchdecke ist da, aber die untere. Ach so, die untere ist aufgeplatzt. Das heißt, die Därme sind total, ich sehe wirklich aus wie im 9. Monat oder 12. Monat schwanger, sage ich schon. Ja. Und das wird von Monat zu Monat schlimmer, dass ich sage, sie müssen mir den Bauch erstmal zumachen. Ich kann nicht mehr essen. Ich habe mir also schon Babynahrung geholt. Tut das weh? Wahnsinnige Schmerzen. Ich liege jetzt hier auch. Ich kann überhaupt nicht schlafen. Ich habe Schmerzen, so richtige Darmkrämpfe, wo ich jetzt auch immer denke, ob das vielleicht auch Blähungen sind. Und die Ärzte sagen, das wird ja nicht Priorität, sondern der Schließmuskel, weil sie müssten mir ein Gitter einnähen. Und wenn jetzt im Vierteljahr, sagen wir mal, festgestellt würde, dass da doch noch Tumor ist oder der Tumor wieder anfängt zu wachsen, müssten sie mich ja nochmal wieder aufmachen. Aber ich habe gesagt, die können mich doch jetzt hier nicht so noch ein halbes oder dreiviertel Jahr rumlaufen lassen. Kannst du und überhaupt laufen? Ich bin also echt verzweifelt, manchmal. Kannst du überhaupt laufen im Moment? Nee, also wenn ich schaffe es gerade mal, sag ich, zum Einkaufen. Und wenn ich nach Hause komme, ich muss mich sofort hinlegen. Und am Anfang war es so, dass die Bauchdecke erst wieder, also dass die Gedärme zurückfielen, was jetzt nicht mehr der Fall ist. Die Bauchdecke ist aufgeplatzt, so habe ich es jetzt verstanden, aufgrund der Bestrahlung und der Chemotherapie. Ja, vermutest du? Ja. Ja.
Oder es kann auch noch eine andere Ursache haben, die man noch nicht richtig erkannt hat. Genau. Mhm. Und ich hatte jetzt vor, weil es, also heute wieder, ich habe heute wirklich den ganzen Tag nur 2 Tassen Tee getrunken. Und ich habe wahnsinnige, das gluckert und blubbert in diesem Gedärm. Und zwischenzeitlich hatte ich dann auch im Herbst noch Darmverschlüsse, nochmal 2. Mhm. Da sind sie aber durch diese Stoma durchgegangen. Und dann hatte ich auch noch Lungenembolien. Aber das ist eine Folgeerscheinung von den Chemotherapien. Ja, 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 ja. Gott, Maja, was habe ich so gut vertragen. Was machst du mit im Moment? Ja. Hast du Leute, die dir ein bisschen helfen? Gut, mein Sohn, der ist jetzt letztes Jahr im März ausgezogen, der ist 21. Mhm. Der steckt so den Kopf so ein bisschen in Sand. Mhm. Ich habe schon mehrere Ärzte aufgesucht. Ein Arzt sagte mir dann, Frau Wedekin, also ich würde Ihnen empfehlen, sortieren Sie Ihre Papiere oder in Ihrem Zustand machen Sie noch ein paar schöne Tage. Na, ja. Da bist du natürlich down. Ne? Ja, natürlich. Und sehr aufmunternde Worte, ne? Ja, das, ne? Ja. Hast du einen Partner noch? Nein, mein Mann ist vor 10 Jahren verstorben. Das heißt, du lebst eigentlich alleine. Ich lebe jetzt eigentlich alleine. Du wurstest da so völlig alleine rum. Ja. Aber das geht noch. Du sagst gerade, dass du einkaufen gehen kannst. Das geht noch, so mehr oder weniger. Mehr oder weniger. Kannst du dann essen, sofern du noch was essen kannst, selbst holen? Also ich sag selbst einen Tee, da kann ich drauf warten, 10 Minuten später, dann habe ich solche Krämpfe, dann krümme ich mich hier und dann dauert das ungefähr eine Stunde und ich habe jetzt zu einer Freundin heute noch gesagt, ich esse und trinke jetzt bald gar nichts mehr, sag ich, weil ich diese Krämpfe nicht mehr aushalten kann. Das ist jetzt aber wirklich eine Verkettung von vielen ungünstigen, schlimmen Dingen. Ne? Es fing mit dem Karzinom am Enddarm an und endet jetzt quasi. Und das hört überhaupt nicht auf, ne? Also ich habe auch echt Angst, dass mir irgendwas passiert, ne? Wie ist denn jetzt die Perspektive? Wie soll es denn weitergehen? Ja, jetzt muss ich im März nochmal in eine Klinik, da werden sie nochmal eine Biopsie machen. Mhm. Aber mir sagte der Professor, mit dem ich Anfang Januar... Also Gewebeentnahme, um das zu untersuchen. Mhm. Und der Professor sagte mir aber im Januar, weil ich ihn auch darauf angesprochen habe, da hat er gesagt, das hätte keine Priorität, mein Bauch. Ja. Und vor nächstes Jahr um diese Zeit könnte ich nicht dran denken. Nun hast du gerade wirklich sehr plastisch und wie ich finde auch für uns alle wahrscheinlich sehr erschütternd beschrieben, wie es in deinem Darm-Scham-Bereich aussieht im Moment. Ja. Kann man denn da sagen, dass die Chemotherapie und die Strahlentherapie angeschlagen hat? Weiß man das denn? Ja, der Tumor ist, also sie haben Narbengewebe festgestellt und sie sind sich nicht ganz schlüssig, ob das reines Narbengewebe ist oder ob in diesem Narbengewebe auch noch Tumorgewebe ist. Das heißt, da hängt auch noch ein Damoklesschwert über dir. Ja. Sehr großes, weil ich weiß, sie haben mich aufgeklärt und haben mir wirklich radikal gesagt, ich werde inkontinent. Sie müssten also den ganzen unteren Unterleib also auskratzen, da wo der Tumor, und dann würden sie mir also auch meine Scheide wegnehmen. Wenn alles operiert würde. Gab es da so einen Moment, dass du gedacht hast, soll ich mir die ganze Prozedur und Tortur antun, der Bestrahlung und der Chemotherapie, oder soll ich vielleicht sagen, okay, operiert es und ich nehme alles in Kauf, was damit verbunden ist, was du gerade geschildert hast. Standst du da in dem Zwiespalt? Ja, weil ich denke, das ist nicht mehr lebenswert. Was ist denn das für ein Leben? Wenn du einen Katheter bekommst, einen künstlichen Ausgang, ich habe mich jetzt, weil der vorübergehend ist, ein bisschen mit arrangiert, mir bleibt ja auch nichts anderes übrig, aber da ist so eine Unsicherheit, wenn du einkaufen gehst, weil mir am Anfang auch sehr viel passiert ist, dass die Beutel oder die Platte dann abplatzt und dann stehst du da. Ich muss 2 oder 3 Mal in der Nacht manches Mal meine Betten beziehen, da werde ich wach, dann, weil das alles flüssig ist, weil es ja nur im Dünndarm dieser künstliche Ausgang ist. Es ist ja ein Vorübergehender. Es gibt aber, das muss man jetzt in all der Traurigkeit und dem Drama sagen, es gibt ja eine Hoffnung. Ne? Es gibt die Hoffnung, dass das Tumorgewebe im Unterbereich zerstört ist. Ja. Ne? Diese Hoffnung gibt es. Ja. Und die weitere Hoffnung wäre, dass der Darm wieder, der Ausgang wieder zurückverlegt wird und es sich eventuell wieder normalisiert. Ne? Es wäre, aber ich habe jetzt gerade die Tage im Internet auch und das will ich jetzt auch nicht mehr machen. Und alles, was man liest über Analkarzinome, eine Lebensdauer von circa 5 Jahren.
durch, ja, also auch diese Bestrahlung, die ich bekomme, aber genau, also die Therapie, die ich bekommen habe, hätte ich trotzdem eine Lebenserwartung nur von 5 Jahren. Mhm. Und das macht mich also krank irgendwo. Ne? Ich finde ja auch, dass man sich schon gut informieren sollte, aber es ist auch gefährlich, wenn man zu viel rumliest und das als ich Laie... Ich kann es nicht mehr machen, ja, weil mich das nervös macht. Ich kann nachts nicht schlafen. Ja, vielleicht gibt es auch gewisse Sachen, die man als Laie so nicht einordnen kann, ja, und dann kommt man auf den falschen Dampfer und das belastet einen seelisch dann zu sehr. Und auch die Ärzte im Krankenhaus, der Rechte sagt das, der Linke sagt das. Ja, ja, das ist ja... Und die haben mich so verunsichert, denn da auf dieser Intensiv, das sind immer so 2-Bettzimmer, dann habe ich da in den 4 Wochen bestimmt 3 oder 4 Mal diese Patienten, also meine Nachbarn, in reanimiert hatten. Mhm. Und das macht mich alles krank. Ja, das ist aber auch völlig nachvollziehbar. Also, liebe Marion, du hast ja schon so viel durchgemacht und eine ganze Menge durchgestanden. Und wollen wir einfach mal das Hoffnungsvolle sehen. Und ja, ich wünsche dir so von ganzem Herzen, dass es was gebracht hat, die Tortur, die du hinter dir hast. Und ja, dass das mit dem Bauch auch, dass sie das wieder ordentlich zunehmen. Ja, das kann sich keiner vorstellen, der sowas nicht selber erlebt hat. Das hätte ich also auch nie gedacht. Mhm. Das ist, wenn ich was trinke, als wenn eine Raupe sich vorwärts bewegt. Mhm. Ich kann genau sehen, wo mein Getränk also im Darm langläuft, bis es im Beutel schrecklich, geht. Schrecklich. Und die Ärzte machen nichts. Du bist alleine im Moment zu Hause, ja, ne? Und wahrscheinlich auch mit der Krankheit auch sehr einsam, ne? Ja, war, ja, meine Mutter kann ich da auch nicht so mit belasten, die ist selber 72 und... Ich möchte gerne, dass du mit meiner Psychologin jetzt noch ein bisschen weiter redest, wenn du das auch möchtest. Ja, würde ich gerne. Ja, das ist die Heide heute Nacht. Ja. Es geht so, dass du auflegst und die, ja, Heide ruft dich gleich an. Ja. Und ich sage nochmal dir meine herzlichsten Genesungswünsche. Und ja, dass du Glück hast. Glück, Glück, Glück wünsche ich dir. Ja, in meinem Leben die letzten 10 Jahre, das fing mit der Krankheit, also mit dem Tod meines Mannes an, der lag morgens tot im Bett mit 34. Hm. Und das hat mich schon umgehauen. Hm. Und ich denke auch, dass das jetzt so eine Reaktion ist. Kann sein, ja. Ja, und dann Probleme mit dem 21-Jährigen, obwohl er lieb und nett ist, aber es waren doch sehr viele Pubertätsprobleme. Ne? Und ich denke, das ist so der Hauptgrund. Und irgendwo, ja, dann kommt das in der Arbeit, Stress, und das war mir einfach zu viel alles. Ne? Wir brechen jetzt hier mal ab. Ja. Und dann könnt ihr gleich in Ruhe noch reden, die Heide, ja, und du. Okay. Alles Liebe, alles Gute. Ja, danke, Domian. Auf Wiederhören, Marion. Ja, tschüss. Jetzt bin ich verbunden mit Mariola, stimmt das? Das stimmt. Das ist aber ein sehr ungewöhnlicher Name. Ja, selten. Genauso wie meine Krankheit. Mariola, 26 Jahre alt. Ja, genau. Was für eine Krankheit hast du? Myasthenia gravis. Oh, nochmal. Ja. Myasthenia gravis. Also ist auch bekannt als Myasthenie. Ist vielleicht ein bisschen bekannter als Myasthenia gravis. Ja, das ist eine gefährliche Muskelschwäche. Und zwar habe ich die seit einem Jahr. Mhm. Und das kam ganz plötzlich, also von heute auf morgen, aus dem Leben gerissen. Mhm. Wie kam das? Wie hat sich das bemerkbar gemacht? Also ich habe das schon im Oktober 2001 gemerkt, dass ich so leichte Doppelbilder hatte. Konnte das aber auch gar nicht so einordnen. Also beim Gucken so? Dass du ja, genau, dass ich manches, also immer wenn ich nach links geguckt habe, habe ich halt alles doppelt gesehen. Mhm. Und war auch beim Augenarzt, aber das Problem ist, wenn man jung ist, wird man nicht ernst genommen beim Arzt. Also es war bei mir jedenfalls so, das war mir schon ein bisschen peinlich, aber ich bin dann von Arzt zu Arzt gerannt. Die sagen dann, ach, gibt's sich schon wieder oder ist vorübergehend? Ist oder? Alles psychisch, ne? Also oder psychisch, jung, ja. Genau, wenn man jung ist, ist man erstmal nicht normal, aber krank auf gar keinen Fall. Und ich meine, ich habe auch nicht gedacht, dass ich irgendwie ernsthaft krank bin, weil man denkt immer, mir passiert sowas. Ja, ja, das ist das. Also der Anfang war, dass du das doppelt gesehen hast. Genau. Was war dann das Ausschlaggebende, wo du merktest, oder wo auch die Ärzte merken, da ist wirklich was? Was ist da passiert? Also das war dann im Februar, 5 Monate später, also genau vor einem Jahr. Mhm. Ich habe dann gemerkt, dass ich ganz schlecht Treppen steigen konnte. Das habe ich aber jetzt nicht mit den Augen in Verbindung gebracht. Ja. Und das kam auch von heute auf morgen, dass du... Ja. Was hast du schlecht? War es beschwerlich für dich? Hast du... Ja, ich habe einfach gemerkt, so im Kniebereich... Hast du die Kraft nicht so? Ja, ich konnte das aber nicht sagen, dass das keine Kraft ist. Ich habe einfach gedacht, das ist das Gelenk. Ich habe erst gesagt, das liegt am Wetter, Umschwung. Also man redet sich dann auch irgendwelche Sachen ein. Ja, weil ich habe wirklich nicht gedacht, dass ich irgendwie krank sein könnte. Und ich habe auch nicht das mit den Augen in Verbindung gebracht. Ja. Also das war dann schon ernster mit dem Treppensteigen? Ja, also das war dann,
aber ich habe mich dann immer noch so beherrschen können, dass es kein anderer gemerkt hat. Also ich habe das halt nur selber gemerkt, aber ein anderer, der mich gesehen hat, hat das überhaupt nicht bemerkt, dass ich da Schwierigkeiten mit hatte. Was war das Ausschlaggebende, nachdem du gesagt hast, jetzt muss ich wieder zum Arzt, die müssen mich jetzt völlig durchleuchten? Also ich hatte dann schon, ich wollte dann das als nächstes zum Orthopäden gehen, weil ich halt gedacht habe, das stimmt irgendwas mit den Gelenken. Ich habe gedacht, vielleicht brauche ich Krankengymnastik. Mhm. Habe das dann aber auch immer wieder verschoben, weil es war nicht ständig. Also es war immer, wenn ich gehen wollte, war es dann wieder ein bisschen besser oder einen Tag war es dann wieder nicht mehr da. Und dann habe ich das schon gemerkt, dass ich das an den Ellenbogen hatte, dass ich Türen nicht mehr richtig auf und zu bekommen hatte. Aber man hat dann irgendwie so eine Beherrschung, man schafft das dann doch immer. Wie lange man so Sachen verdrängt, ne, bis man dann zum Arzt geht? Ja, also das, man kann sich wirklich lange zusammenreißen. Wann bist du zum Arzt gegangen? Ich bin dann im Januar zum Arzt gegangen. Also ich hatte das dann Oktober, November, Dezember. Im Januar bin ich dann zum Arzt. Blut war in Ordnung und die Augen, mit den Augen wurde das dann so schlimm, dass ich immer nur noch doppelt und dreifach gesehen habe und das auch nicht nur nebeneinander, sondern auch übereinander. Es ist dann schließlich diagnostiziert worden, diese Krankheit, die du gerade genannt hast. Nee, also bis dahin noch nicht. Der ganze Januar ging dann um, bis Mitte Februar und dann bin ich dann arbeiten gegangen und bin dann die Treppen runtergefahren, weil der ganze Körper dann gleichzeitig versagt hat. Ja. Also Ellenbogen, Finger, Beine, Arme. Ja. Ich mache mal einen Sprung jetzt in die Jetztzeit. Also es ist dann diagnostiziert worden etwas später. Ja. Wie ist denn dein Zustand heute? Also jetzt ist es wieder besser. Das ganze letzte Jahr saß ich im Rollstuhl. Also das war ein ganz schlimmes Jahr. Also hätte ich mir nicht gedacht, dass das halt so schrecklich ausarten wird. Mitte Februar, Anfang März wurde das dann diagnostiziert. Erstmal totaler Schock. Ich bin ernsthaft krank, konnte ich überhaupt nicht glauben. Ich war psychisch wirklich total am Boden zerstört. Ja. Ich war dann beim Neurologen in Behandlung und die haben mich auch nicht so ganz ernst genommen. Die haben gesagt, das wird schon wieder. Sitzt du heute auch im Rollstuhl? Nein, seit 2 Monaten nicht mehr. Wie ist es mit dem Gucken? Kannst du wieder normal gucken? Ja, ich habe zwar ab und zu mal Doppelbilder und die Augen bewegen sich nicht so. Ist das so eine Krankheit, wie man das ist das eigentlich eine Autoimmunerkrankung? Ja, genau. Ja? So wie MS. Das ist genauso wie MS. Das heißt, diese Krankheit verläuft auch in Schüben? Nein, das ist anders. Das ist anders. Das ist genau andersrum. Das ist die gleichen Anzeichen wie bei MS, nur bei MS geht man eher auf den Rollstuhl zu und bei Myasthenie ist das so, man kommt wieder raus aus dem Rollstuhl. Also das ist, wenn die Krankheit ausbricht, dann hat man so eine ganz schlimme Phase und man hat auch Rückschläge, zum Beispiel, wenn man jetzt eine ganz normale Grippe bekommt, weil diese Antikörper wieder steigen, steigen auch die Antikörper, die die Muskelschwäche machen. Bedeutet das, dass du durchaus eine Chance hast, mit dieser Krankheit dich, ich sag mal, zu arrangieren? Ja. Das schon. Ja. Ja. Aber wirst du sie überhaupt ganz los wieder in deinem Leben? Also es gibt Fälle, wo das passiert, dass im Laufe der Jahre die Antikörper verschwinden durch die Medikamente, die man nimmt. Das heißt, du nimmst auch Medikamente ein? Ja, ich nehme im Moment jetzt 16 Tabletten am Tag, alle 2 Stunden. Auch Cortison im Moment, also ohne Cortison würde ich jetzt noch im Rollstuhl sitzen. Ja, also das ist ja auch schon auch etwas Hoffnungsvolles. Ja, natürlich. Wenn man sich daran festhalten kann, vielleicht kriege ich es richtig in den Griff oder es verliert sich sogar. Ja. Jetzt aber mal die schlimme Seite, über die man ja auch nachdenken und sprechen muss. Was könnte denn schlimmstenfalls passieren? Also es war halt schon so weit, weil mir auch nicht geglaubt wurde im Krankenhaus, weil ich dann nochmal zusammengebrochen bin und dann wurde wieder in einem anderen Krankenhaus gesagt, ich habe diese Krankheit gar nicht. Die Medikamente wurden abgesetzt. Ich wurde dann innerhalb von 4 Tagen zum Pflegefall. Das war Ostern, wurde dann als gesund. Moment, was ist denn das für ein Krankenhaus? Wenn das ordentlich diagnostiziert wurde bei dir, wie können die denn sagen, das haben sie nicht und setzen die Medikamente ab? Ja, das ist passiert. Das ist ja unglaublich. Ich habe die Hölle erlebt. Das ist ja unglaublich. Ja. Und ja, das. Und schlagartig hat sich dein Zustand verschlechtert. Innerhalb von 4 Tagen. Ich konnte vor Ostern. Du kannst dich auf Schmerzensgeld verklagen. Das ist ja unglaublich, wenn ein Krankenhaus so etwas macht. Ja, das bin ich auch schon überlegen, aber dann denke ich wieder, ich habe sowieso keine Chance. Naja, aber ich finde, dass man immer sowas machen sollte und sich dahinter klemmen sollte, wenn so etwas Gravierendes passiert. Ja, also ich muss sagen, ich habe das auch das Ziel vor Augen, zu denen hinzugehen und denen das nochmal zu sagen, weil die haben mich so schlecht behandelt und
so abgefertigt als Simulantin. Also, da würde ich dir gerne gleich auch noch eine Adresse geben, an wen man sich da wendet, ja, die sich mit so Ärztekunstfehlern und so etwas beschäftigen. Ja. Also das heißt, wenn man dich nicht richtig behandelt, kann es ganz schlimm werden, dass du zum Pflegefall werden könntest. Ich wurde auch zum Pflegefall, war dann 2 Wochen zu Hause. Mhm. Und vor allen Dingen, wenn die Ärzte dann sagen, sie hat nichts, es wird dann auch von niemandem mehr geglaubt. Mhm. Also die haben alle gesagt, die spinnt, die hat nichts, sie liegt im Bett. Ich meine, ich war auf kompletter Pflegefall, ich musste gewaschen werden, gefüttert werden. Gut, aber das ist ja Gott sei Dank jetzt wieder geklärt. Ne? Ja. Da müssen wir gar nicht drüber reden, das ist ja nun ganz klar diagnostiziert. Ne? Ja, und in der Uniklinik Münster war ich dann und die haben gesagt, ein paar Wochen später wäre ich gestorben. Mhm. So, Mariola. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich ihren Namen auch richtig ausspreche. Woher kommt der eigentlich, dieser Name? Aus Polen. Aus Polen. Mariola. Mhm. Wir machen das so. Du legst jetzt bitte auf. Ja. Wir rufen dich wieder an. Und dann versorgen wir dich noch mit einer Adresse. Ja. Und du kannst auch gerne dann noch mit meiner Psychologin ein bisschen sprechen. Ja. Gut. Ich wünsche dir toi, 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 alles Gute, dass das so verläuft, wie du das gerne möchtest und dass sich das Ganze vielleicht sogar ganz verliert. Ja. Alles klar. Alles Gute. Auf Wiederhören. Ja. Tschüss. Carsten, 23 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Hallo, Carsten. Erstmal schöne Sendung, auch tolles Thema, das du heute hast, mal diese absoluten Tabus doch zu brechen. Ja. Also Respekt meinerseits erstmal. Bei mir geht es darum, ich leide etwa seit meinem dritten Lebensjahr unter einer psychischen Zwangsstörung, die sich Trichotillomanie nennt, also das bedeutet, man reißt sich selber Körperhaare aus. Mhm. Und bei mir sieht es so aus, ich reiße mir in verschiedenen Schüben das Haupthaar aus, um halt Entspannung zu finden, um mir Spannung wegzunehmen. Und das hast du seit dem dritten Lebensjahr? Seit meinem dritten Lebensjahr, ja. Also es war wohl so, dass ich früher schon ein sehr, sehr unruhiges Kind gewesen war. Mhm. Und dort ist das dann natürlich den Eltern aufgefallen, wenn man kahle Stellen am Kopf hat. Wie viel reißt du immer aus? Sind das ganze Büschel oder sind es nur 5-6 Haare? Nein, also Büschel ist ja schwierig mit den Haaren, ohne dann Schmerz zu empfinden, sind einzelne Haare. Das geschieht auch schmerzlos. Mhm. Also dir kommt es gar nicht darauf an, diesen Schmerz kurz zu empfinden? Ich empfinde gar keinen Schmerz. Du empfindest gar keinen Schmerz? Ja. Reißt du dir nur Haare vom Kopf ab oder auch von, was ich jetzt, Schamhaare oder unter den Armen oder? Bei mir ist nur das Haupthaar. Nur das Haupthaar. Also bei dieser Krankheit ist es oft so, dass viele Leute sich auch Augenbrauen und so weiter ausreißen. Bei mir ist es bisher nur das Haupthaar gewesen. Wie oft kommt das vor, am Tag oder in der Woche? Das ist ganz unterschiedlich. Ich versuche natürlich, das zu unterdrücken und mich abzulenken. Es ist aber so, dass es einmal in Stresssituationen vorkommt, vor Prüfungen, im Straßenverkehr, aber auch in Situationen, die vermeintlich Entspannungssituationen sind, wie zum Beispiel vom Fernseher oder beim Bücherlesen. Was heißt vermeintlich? Die wirklich dich entspannen, aber ja, dennoch tust du es. Die eigentlich entspannen müssen, im Unterbewusstsein muss es wohl für mich eine Stresssituation geben. Du ist ja, ich könnte mir vorstellen, du hast jetzt gerade in unserer Leitung gewartet, bis du dran kamst. Das ist ja auch eine Stresssituation. Da ist man irgendwie aufgeregt, gleich spricht der Domian an und man muss reden und so weiter. Ja. Hast du es auch gerade gemacht? Oder? Nein, gerade habe ich es zum Beispiel nicht gemacht, weil ich mich eben auf dieses Thema konzentriert habe. Mhm. Und deshalb ist es mir nicht passiert. Mhm. Sobald ich an andere Themen denke und andere Probleme lösen muss, bewältigen muss, kann es sein. Und ist es in den meisten Fällen auch so, dass ich dann halt ziehe. Hat das in all den Jahren Folgen? Sieht man, dass dein Haar irgendwie dünner ist? Das Haar, du musst dir so vorstellen, also ich ziehe an verschiedenen, also es kommt schubweise und ich ziehe dann an verschiedenen Stellen. Man bevorzugt bestimmte Stellen, greift dann nach dem Haar, fühlt das ab, zieht es aus und schaut es sich an und man kaut es teilweise dann und schluckt es runter. Was schluckt es dann noch runter? Das ist wie ein Mechanismus, den ich gar nicht so steuern kann. Du schluckst es immer runter? Meistens schon, ja. Manchmal spucke ich es aus, manchmal schlucke ich es runter. Das ist übrigens auch eine Krankheit, die immerhin, man wird geschätzt, 1,5 Millionen Leute in der Bundesrepublik haben. Also wächst das Haar? Darüber bin ich nicht informiert. Wenn man das so rausreißt, ist die Wurzel nicht beschädigt? Nein, also das heißt, es wächst wieder nach. Um wirklich zu zerstören, muss man operativen Eingriff anwenden. Das Haar wächst nach, es ist nur dünner und es wird sehr schnell grau. Ach, wie kommt das? Das weiß ich nicht. Das weißt du nicht. Das heißt, du hast mit deinen 23 Jahren schon graue Stellen im Haar? Ganz wenige, aber es kommt vor, ja.
wenn ich dich jetzt sehen würde und ich wüsste das nicht, würde ich das nicht so bemerken, dass wenn da... Wenn du genau schauen würdest, würdest du es sehen. Zum Beispiel habe ich auch eine leichte kahle Stelle am Hinterkopf zurzeit. Mhm. Und in ganz schlimmen Zeiten ist es dann natürlich so, dass ich dann richtig Glatze am Kopf, an Teilen des Kopfes habe, die dann allerdings in 3 bis 4 Wochen wieder für Laien bis zur Unkenntlichkeit zu. Jetzt sag ich mal was ganz Profanes. Ja. Um dagegen zu wirken, warum schneidest du dir die Haare nicht radikal kurz, noch kürzer als ich sie? Das ist nur ein, ja, das habe ich auch schon gemacht, Jürgen. Das ist nur ein vor sich herschieben. Mhm. Also es ist sinnvoll für die Zeit, aber wenn die Haare dann wieder länger wachsen, dann fange ich sofort wieder an. Aber interessant ist ja, sich auch zu beobachten, was passiert mit mir Carsten, wenn ich das nicht machen kann. Bist du dann besonders unruhig? Und dann bin ich sehr unruhig, ja. So. Es ist ja so, es ist nicht gerade so ein wirklicher Störfaktor, weil mir kommt es nicht auf den Schmerz an. Ich empfinde ja gar keinen Schmerz, wie zum Beispiel bei Leuten, die sich die Pulsadern aufschneiden und ihren Körper spüren wollen. Mhm. Bei mir ist es einfach so, ich tue es auch in der Stadt, also ich muss mich da jetzt nicht für in einem Kämmerchen schließen. Mhm. Es fällt ja auch kaum auf anderen Leuten. Es fällt wenn du mir das kaum so auf. Tupfst. Ja. Aber sonderbar ist ja schon, wenn du sagst, dass, wenn das letztendlich auf eine Verspannung, eine tiefe seelische Verspannung zurückzuführen ist. Wenn du keinen Schmerz empfindest, wenn du quasi gar nichts empfindest, wodurch diese Erleichterung dann entsteht? Das ist wirklich so sagenhaft, aber es geht mir danach wirklich besser. So, jetzt sagst du hast das seit deinem dritten Lebensjahr. Ja. Eigentlich muss ich davon ausgehen, dass du in einer Vielzahl von therapeutischen Händen schon warst. Ist das so? Ich war bei 5, 6 Psychologen, also es hat angefangen bei mir in ganz jungen Jahren, 4. bis 5. Lebensjahr beim Klebener Kinderpsychologin. Mhm. Ich sagte, es hat keiner der Psychologen daraufhin gearbeitet. Aber wenn du sagst, dass so viele Menschen in Deutschland betroffen sind davon, muss es doch auch Selbsthilfegruppen geben, Netzwerke, die wiederum gute Psychologen oder Psychiater recherchiert haben. Ja, die gibt es und da habe ich mich auch schon schlau gemacht. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe wirklich kein Vertrauen mehr, mich nochmal zum Psychologen zu setzen nach all den Enttäuschungen. Ja, kann ich verstehen, aber ich glaube, das ist falsch. Ich glaube, es ist wirklich falsch. Also ich hab erlebt, dass Psychologen da auch große Therapien aufgefahren haben und zum Schluss ist dann doch immer bei der Lustlosigkeit blieb, das wird ja auch noch begleitet von Depressionen. Ich weiß also nicht, wo der Schlüssel dazu liegt. Aber ich glaube, dass man auf der anderen Seite genau, weil wahrscheinlich hören uns jetzt sogar, wenn das stimmt, dass so viele betroffen sind, werden uns mit Sicherheit Leute zuhören, die das hinter sich haben und die von einer guten therapeutischen, psychologisch-psychiatrischen Betreuung reden können. Und darauf müsste man doch eigentlich suchen und hoffen, auch in deinem Fall. Sagst du den Namen nochmal von der Erkrankung? Das ist ein sehr schwieriger Name, das nennt sich Trichotillomanie. So, aber diejenigen, die das haben, haben das jetzt sofort kapiert. Ich würde in diesem Fall auch nochmal die Zuschauer bitten, die diese Krankheit haben oder hatten, uns zu faxen mit vielleicht entsprechenden Klinikvorschlägen oder Ärzten, die sich da sehr gut auskennen, Psychologen, Psychiater, und das würden wir an dich weiterreichen. Mhm. Du bist so skeptisch, ich wundere mich, ich meine, du bist ja erst 24 Jahre alt. Du hast einige schlechte Erfahrungen mit Psychologen gemacht. Na gut, aber da darf man doch nicht sagen, okay, ich gehe jetzt gar nicht mehr dahin. Es ist doch schon eine sehr einschränkende Sache für dein Leben auch. Ja, aber wenn du schon so oft, ich war auch 2 Wochen wirklich in einer psychiatrischen Klinik gewesen. Mhm. Und wirklich, man saß da nur und hat zwar zugehört, aber man hat überhaupt keine Methodik angewendet, überhaupt nicht irgendwo. Und es geht mir einfach nicht besser. Und ich habe wirklich... Ja, aber du warst dann in der falschen Adresse, Mensch. Hast du Pech gehabt. Ich habe mir ja auch vorher gute Leute empfehlen lassen, aber... Ich glaube ja letztendlich auch, Carsten, selbst wenn dieses Haar ausreißen gar nicht mal so lebensbelastend ist, aber es ist ein permanenter Schatten auf deinem Leben und letztendlich steckt da ja etwas hinter. Irgendetwas, was in deiner Seele nicht richtig gestrickt ist. Mhm. Was sicherlich auch unter Umständen, du hast es ja gerade sogar auch angedeutet, auch noch andere Auswirkungen haben kann. Ja. Stichwort Depression oder so etwas. Antriebslosigkeit, ja. Ja, und das ist, ich finde, darum muss man doch etwas unternehmen. Ich meine, ich kann es dir nicht aufschwatzen, das musst du letztendlich entscheiden. Was ich dir aber wirklich anbieten kann, ist, wenn wir gute Zuschriften bekommen, gute Faxe, nimm's doch einfach mal ernst und kümmere dich ein bisschen drum. Vielleicht sind da ja doch die ein oder anderen Tipps bei, die dich überzeugen. Aber selbst bei Leuten, die jetzt auf dieses Thema eingependelt sind,
ist es nach meiner Erfahrung auch ganz schwer, dann auch einen passenden Therapeuten zu finden, mit dem man sich auch gut versteht. Das ist ja auch sehr wichtig, dass der Konsens dann stimmt. Klar, ist alles meine Auffassung. Aber ich weiß, dass das mit vielem Suchen und vielen Ausprobieren so etwas eben auch gelingen kann, immer wieder. Und dann auch erfolgreich gelingen kann. Mhm. Angebot steht. Ja. Und wenn sich was tut, ich bin ziemlich sicher, dass sich was tun wird, melden wir uns bei dir. Mhm. Okay, Carsten? Ich danke dir. Alles Gute. Und mach weiter so, ne? Dankeschön, tschüss. Tschüss. Claudia, 36 Jahre, guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen. Hallo, Claudia. Hallo. Möchtest du auch von einer Krankheit reden, die dich betrifft? Ja, und zwar, ich hatte vor 10 Jahren eine Schürfwunde am Unterschenkel durch einen kleinen Stoß und mittlerweile sitze ich im Rollstuhl. Ach. Und zwar, das ist... Dadurch? Du hast einfach eine Verletzung, deine Nerven reagieren falsch, man weiß nicht, warum das passiert. Die Gewebe bauen sich ab, du hast fürchterliche Schmerzen, es ist andersrum eine Schwellung, das Bein ist heiß gewesen und keiner konnte mir dazu was erzählen. Also wir halten mal fest, eine kleine Schürfwunde, ja, die durch irgendetwas verursacht worden ist. Ich habe mich gestoßen, ja. Wie hat sich das denn so entwickelt? Wie viele Wochen hat das gedauert oder Tage, wo du merktest, Mensch, das heilt ja gar nicht ganz normal ab, wie normalerweise kleine Schürfwunden abheilen. Ja, es hat über ein Vierteljahr. Es hat eine Wundrose bestanden mit nicht typischen Erregern. Es wurde auf die typischen Erreger hin behandelt, aber es passierte eben nichts. Und es ging dann halt so weit, dass das dann auch vom Krankenhaus hieß, ich würde wahrscheinlich selber an den Wunden rummachen, weil sie einfach keine Lösung mehr gefunden haben. Und es hat sich dann eben noch ein Abszess entwickelt, der aufgemacht wurde und dort hat man dann endlich auch die Erreger isoliert und hat dann mit dem richtigen Antibiotikum behandelt, aber die Schwellung blieb. Wie sind diese Erreger da reingekommen? Na, ich nehme an, durch diesen Stoß. Ich habe mich an einer dreckigen Kiste gestoßen, wie es halt so passiert. Hier sagst du, das ist vor 10 Jahren passiert und heute sitzt du im Rollstuhl. Ja. Warum sitzt du im Rollstuhl? Weil diese Erkrankung führt dazu, dass sämtliche Gewebe sich abbauen, also Knochen, Muskulatur, Haut, dass halt mein Fuß in eine Spitzfußstellung gekommen ist und ich ihn also nicht mehr bewegen kann. Und wenn ich jetzt halt versuchen würde, würde der Knochen brechen. Und es ist eben das, was dazu eben kommt, was sehr schlimm sind eben die Schmerzen, die du hast. Also irgendwann hat man diese Wunde behandelt bekommen. Ja, war sie zu, aber die Symptomatik, das dicke rote Bein blieb. Ja. Und dazu konnte mir eben keiner was sagen. Das heißt, das hat sich dann auf das ganze Bein ausgebreitet? Naja, Unterschenkel, also eine Handbreit unterm Knie. Eine Handbreit unterm Knie. Und dazu konnte niemand etwas sagen? Nein. Ach, bis heute nicht? Doch. Es kam dann dazu, dass man meinte, man müsse das Ödem wegbekommen. Ich habe dann Lymphdrainagen bekommen. Es wurde immer schlimmer und diese Dame damals, die Masseurin, hat dann halt dafür gesorgt, dass ich den Neurologen vorgestellt worden bin. Ja. Und die haben dann gesagt, na, das wäre doch ein Sudeck. So, und damit konnte ich damals natürlich nichts anfangen. Ich auch nicht. Was ist Sudeck? Genau, das ist leider eine Erkrankung, die halt, man weiß nicht, warum jemand das bekommt. Das ist eine Regulationsstörung der Nerven. Aus irgendeinem Grund passiert es. Dass eben, normalerweise, wenn man eine Verletzung hat, fließt Blut rein und Blut raus, damit das geheilt wird. Und hier werden die Gefäße, also die Venen eng gestellt, das Blut fließt nicht ab, es kommt zu einer Stauung, zum Druckerhöhung und zu Schmerzen. Ja. Diese führen wieder dazu, dass die Nerven wieder sagen, da ist eine neue Verletzung, wir müssen noch mehr Blut reinpumpen. Und dadurch, also kommt es immer mehr zu einer Druckerhöhung und immer mehr zu Schmerzen. Und man kann das halt nur durchbrechen, wenn man die Schmerzen unter Kontrolle bekommt. Wie sind denn die Schmerzen im Moment? Im Moment sind sie erträglich. Ich habe also seit 6 Jahren eine Morphinpumpe implantiert bekommen. Ach. Mit Medikament direkt ins Rückenmark. Damit komme ich gut zurecht. Das heißt aber, die Schmerzen sind nicht erträglich, weil man therapeutisch was Ordentliches gemacht hat, sondern weil sie betäubt werden im Körper. Ja, eigentlich ja. Kann man denn überhaupt irgendetwas noch machen, chirurgisch beispielsweise? Nein. Gar nichts. Nein, das heißt, du musst dich auch damit lebenslang abfinden, dass du das hast. Ich jetzt ja. Was eben so schlimm daran ist, sehr viele Leute bekommen das und das wird halt nicht erkannt. Bei vielen geht das aber auch weg, ohne dass es therapiert wird. Das ist also ein teuflisches Krankheitsbild. Viele kennen es nicht, viele bekommen es und viele können es nicht therapieren. Du sitzt im Rollstuhl, weil das Bein brechen würde, wenn du auftreten würdest. Ja, und halt auch durch die Schmerzen und die Fehlstellung. Es kommt halt dann alles zusammen. Du hast eine Morphinpumpe im Rücken.
Nein, also im Bauchraum habe ich eine kleine Pumpe mit einem Katheter ins Rückenmark. Und dort kommt das Medikament direkt an die Nerven ran. Dadurch brauche ich sehr wenig Medikamente und kann halt normal leben. Ich habe vorher Tabletten bekommen in einer Dosis, wo ich nicht mehr wusste, wo oben und unten ist. Ja. Wie ist die Perspektive? Soll das jetzt so weitergehen? Muss das so weitergehen bis an dein Lebensende? Also die deutschen Ärzte sind da nicht sehr zuverlässig. Die wissen, also sehr zuverlässig. Sie gehen davon aus, dass es erstmal so bleibt. Aber du sagst die deutschen Ärzte, daraus höre ich, dass es irgendwo andere Ärzte gibt, die da schon ein bisschen weiter sind. Die Holländer sind ein bisschen weiter, die Amerikaner sind ein bisschen weiter, aber auch im Moment für mich nicht weit genug. Das heißt, so ganz in der ganz weiten Ferne besteht eine hauchdünne Hoffnung, dass man dir vielleicht in einigen Jahren mithelfen können. Ich hoffe es. Ja, ich hoffe es für dich auch von ganzem Herzen, Claudia. Danke. Die Sendung ist vorbei. Schade. Ich wünsche dir alles, alles Gute von Herzen. Ja, danke schön. Mach weiter so. Auf Wiederhören. Tschüss. So, meine Lieben, das war unsere Sendung Ungewöhnliche Krankheiten. In der Technik war Jens Diegel. Und mir ist gerade während der ganzen Sendung nochmal klar geworden, mein Gott, wie dankbar man doch sein muss, wenn man gesund ist. Und dass man all die Tage genießen sollte, wo man nichts hat, wenn man hört, was Menschen alles mitmachen und mitmachen müssen. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.